herzlich willkommen zum Tag 19 unserer 21-Tages-Challenge. Wir sind im Endspurt und heute soll es um das Thema gehen, schenk mir Negativität. Heute wirst du erfahren, dass Negativität von anderen Menschen, dass Destruktivität von anderen Menschen ein Geschenk an dich ist. Und ja, wir werden ein bisschen darüber sprechen, wie du dieses Geschenk nutzen kannst. Es geht ja in dieser Challenge nicht nur um Routinen, sondern auch um dein Mindset. Und heute geht es ganz, ganz stark um dein Mindset. Die Idee, ja, du hörst hier den Aaron im Hintergrund übrigens, mein Sohn, der gerade an meinem Bauch liegt. Genau, das heißt, wenn du da Hintergrundgeräusche hörst, ich weiß, dann ist meine Stimme meistens nicht mehr so relevant für viele. Aber hör vielleicht auch ein bisschen auch hin, was ich sage, auch wenn der kleine Aaron ein bisschen Töne von sich gibt. Ja, ich habe es schon mal erwähnt, also die Idee, dass andere Menschen, andere negative Menschen unsere Lehrer sind. Und wir im NLP gehen davon aus, dass alles eine Realitätskonstruktion ist. Jetzt gibt es natürlich sehr starke Konstrukte. Ja? Also es gibt natürlich, wenn dir, jemand eine reinhaut, dann wird man auch sagen, ja, auch der Schmerz ist eine Realitätskonstruktion von dir, aber das war schon ein sehr, sehr starkes Angebot vom Außen. Meistens sind es aber nicht so starke Angebote von außen, meistens sind es eher sehr schwache Angebote. Also beispielsweise, du kommst in die Arbeit, jemand schaut dich finster an. Das ist kein sehr starkes Angebot. Ja? Darauf hast du echt viele Möglichkeiten, theoretisch, zu reagieren. Ja? Du könntest ihn herzlich begrüßen, du könntest ihn gar nicht begrüßen, du könntest darüber nachdenken, du könntest den ganzen Arbeitstag damit verbringen, darüber nachzudenken, was dieser finstere Blick zu bedeuten hat. Und so weiter und so fort. Also da könnte man ja ganz viel machen. Und die Idee, die wir uns heute anschauen, ist, naja, wir können die Negativität von anderen Menschen nicht direkt immer verändern. Ja? Du kannst nicht, also es wird nicht so sein, dass wenn du in einen Raum von 100 Leuten kommst, auf einmal alle happy sind, nur weil du da bist und alle immer glücklich sind und alles immer toll ist. So wird es nicht, das wird es nicht spielen, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber was immer möglich ist, dass du Gestalter deines inneren Zustands bist und dann werden wir uns heute eine Möglichkeit anschauen, wie du das machen kannst. Ganz konkret kommt die Idee aus der systemischen Therapie. Das ist nichts anderes als eine Symptomverschreibung, als eine paradoxe Intervention. Das heißt, nehmen wir an, jemand hat ein negatives Muster. Nehmen wir an, jedes Mal, wenn er seinen Chef sieht, kriegt er schon negative Emotionen. Und wenn der dann auch noch zum Sprechen anfängt und der spricht vielleicht sehr laut, der schreit vielleicht sogar der Chef, ja, dann läuft es fast schon halb über und dann ist die Person ganz angepisst. So, und das ist immer so ein automatisches Muster. Das ist auch irgendwie, selbst wenn er sich bemühen würde, mal selber dann anders zu reagieren, ruhiger zu reagieren, selber dann nicht so aufgebracht zu sein und sich aufzuregen beim Chef, dann vielleicht das wäre eine mögliche Reaktion. Er möchte das irgendwie nicht mehr. Das ist aber ein Automatismus. Ja? Wenn man jetzt sagen würde, denk einfach positiv, nimm das Geschenk, dann wird er sagen, hey, halt die Klappe, ja? Ich halte ihn schon länger aus als du, 15 Jahre, halt meinen Chef mal 15 Jahre aus, dann kann man weiterreden. Ja? So in die Richtung, ja? Also so von der Vorstellung her. Ja, und die Idee ist dann, eine Symptomverschreibung zu machen. Das heißt, nicht einfach sich darauf einzulassen, zu warten, wann, vielleicht sogar zu vermeiden, den Chef so selten in dem Licht zu sehen, damit man ja nicht irgendwie angepisst ist, sondern bewusst, aktiv den Kontakt zu suchen. Ja, mit der Idee, schenkt mir Negativität, zu schauen, wie ist es denn beim nächsten Mal? Ja? Wie kann ich es vielleicht sogar ausreizen, dass er besonders schnell hochgeht? Oder wie kann ich es vielleicht sogar schaffen, dass das möglichst schnell geht und ich auch dann wieder zu schauen, wie ich darauf reagiere? Das heißt, was wir hier machen, ist nicht, wir verändern irgendwas in Richtung positives Denken, sondern wir werden Gestalter unseres Lebens auf dieser Ebene, dass wir uns aussuchen, wann wir uns dieser Negativität aussetzen. Das hört sich jetzt vielleicht für manche ein bisschen strange an, ein bisschen masochistisch, ein bisschen pervers. Ja. Ist es auch, ja. Und zwar verändert es natürlich auch dein Muster, weil es macht einen großen Unterschied, ob die Negativität einfach so passiert oder ob du sie bewusst suchst. Wird zum Beispiel auch verwendet bei Alkoholikern, Leute, die zum Beispiel jeden Abend 6, 7, 8, 9, 10, 15 Bier trinken. Und dann ist die Idee, das machen sie vielleicht sogar nur 5 oder 6 Mal die Woche, es gibt vielleicht einzelne Tage, wo sie das nicht machen, also nicht so der starke Alkoholiker. Und dann die Idee, dass sie das bewusst machen, ja? Dass sie vielleicht sogar eine Münze werfen oder so und dann bewusst sich besaufen, selbst wenn sie keine Lust dazu haben. Das ist jetzt im ersten Moment ein bisschen strange für manche, weil sie sagen, naja, der will ja aufhören, warum verschreiben wir ihm jetzt das, was er weitermachen soll? Naja, in dem Moment verliert dieses Muster an Macht. Und das willst du ja. Du willst ja Gestalter deines Lebens werden. Du willst ja, dass die Negativität von außen dir weniger ausmacht, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass Negativität von außen Negativität
ins Innere, also in deine eigene Negativität bringt. Und die Möglichkeit, die du da hast, ist einfach, sie aktiv auszusetzen. Also das als Geschenk anzunehmen, zu sagen, hey, jeder, der sozusagen richtig schlecht drauf ist, ist ein Geschenk. Und da kannst du mal schauen, welche Menschen sind es? Sind es die Menschen im Fernsehen? Sind es die Menschen im Supermarkt? Sind es deine Mitarbeiter? Ist es deine Familie? Ja, gerade das Thema Familie. Gut, ist jetzt vielleicht bei manchen ein bisschen anders, aber das ist ja auch ein Highlight des Jahres, ein Streit-Highlight des Jahres für viele Weihnachten. Also auch da, dass du vielleicht bewusst schaust, hey, wie ist es in diesem Mal, wenn deine Mutter, dein Vater, dein Onkel oder wer auch immer, der vielleicht immer wieder dieselben langweiligen Geschichten erzählt und oder vielleicht irgendwas Bestimmtes macht, wo du eine bestimmte Reaktion hast, die du gar nicht magst, dass du diesmal bewusst dich aussetzt und dass du bewusst schaust, wie es ist, wenn die Person dann mit dieser Negativität kommt oder mit dieser destruktiven Muster oder was immer diese Person macht. Ja? Also der Unterschied, nicht geschehen lassen, sondern selbst aktiv das Ganze sogar hervorrufen. Wenn du das machst, dann wird sich etwas in dir verändern. Du wirst es nicht so gut hinkriegen, destruktiv zu sein wie vorher, einfach weil du es ja bewusst machst, weil du sozusagen nicht einfach unbewusst dich reinfallen lässt, sondern weil du bewusst reingehst. Ja, und wenn du das machst, dann kannst du auch gleich das wirklich als Geschenk ansehen, ja? Als Geschenk, dass du diesen Menschen jetzt als Spielpartner hast. Ja? Dein Chef ist nicht dein Chef, sondern es ist dein persönlicher Spielpartner, den hat Gott dir geschenkt, damit du jetzt endlich mal lernst, wenn so richtig jemand schlecht drauf ist, dass du selber gut drauf bist. Weil das ist doch eine richtig geile Fähigkeit, oder? Also jetzt ganz ehrlich, jemand, der im Kloster ist, den ganzen Tag meditiert, der sich nicht um Geld kümmern muss, der sich nicht um Essen kümmern muss, der sich eigentlich um gar nichts kümmern muss, der einfach nur meditiert. So, wenn er jetzt halb erleuchtet ist, ist das eine große Leistung? Ja, schon, also immerhin, ja, also nicht schlecht. Aber wenn jemand im Alltag, der Geld verdienen muss, der schauen muss, dass seine 5 Kinder gut versorgt sind, in der Schule sind und so weiter, der eine Ehefrau hat, der vielleicht Schulden hat, der dies und jenes hat, wenn der mit den Außen konstruktiv umgehen kann, das ist doch jemand, der wirklich viel gelernt hat, viel geschafft hat. Ich will das andere jetzt nicht abwerten, das ist überhaupt nicht meine Idee. Nur ist ganz klar, dass wenn du diese schwierigen Umstände hast, doch viel besser und viel schneller lernen kannst. Ja, und Gott hat dir ganz viele, oder was kannst du auch das Universum sagen, ja, also mir ist das vollkommen egal, ob das Gott, Universum, höhere Selbst, whatever, ja, füll da rein, was du einfüllen willst. Ich sage jetzt einfach Gott, ja, weil sich das halt, das ist ein Wort, das hat es jetzt schon viele tausend Jahre gegeben, also nutze ich es weiterhin. Ja? Nur weil jetzt gerade die Ideen in eine andere Richtung gehen, mir vollkommen egal. Aber ob du als Gott sagst, das Universum, das Höhere Selbst, vollkommen gleich. Also das Universum, einfach immer, hat dir mehrere negative Menschen in deinem Leben geschenkt, damit du das lernst, damit du damit umgehen kannst. Und deswegen nutze diese Chance und mach vielleicht einen Schritt, den Gott oder das Universum oder wer auch immer nicht erwarten würde, geh aktiv auf diese Menschen zu. Ich kenne eine Frau, die finde ich sehr beeindruckend, die ist da deutlich weiter als ich. Die hatte das war kein Freund, das war einfach ein Bekannter, ein Alkoholiker, der auch noch Diabetes hatte und ja, mit seiner Gesundheit Probleme hatte, der aber vor allem Choleriker war. Und ich habe die Freundin eben besucht und wir haben es zufällig gesehen und da war dieser Typ das erste Mal dabei und der hat sich aufgeregt in einer Tour. Ja, ich fand das jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich kannte den nicht und deswegen macht dann auch weniger, wenn man sich einfach denkt, der regt sich auf. Aber ich habe schon gemerkt, also die Stimmung ist nicht so mega. Und meine Freundin, die hat gar nicht reagiert drauf. Also die war wirklich voll ruhend in sich. Und ich habe sie dann die 2-3 Mal noch gesehen und hat wirklich jedes Mal geklagt, sich jedes Mal aufgeregt. Und sie hat jedes Mal, glaube ich, von ihr Geschenke bekommen. Hat jedes Mal, sie hat sich ein bisschen gekümmert um ihn, weil er gerade ja auch, glaube ich, einen kleinen Unfall hatte und Krücken hatte. Also er konnte manche Sachen nicht so gut erledigen und deswegen hat sie angeboten, dass sie ihm da einfach hilft. Und irgendwann habe ich dann schon gefragt, hey, also nicht ganz so krass, aber so von der Botschaft, hey, wie hältst denn du so jemanden aus? Ja? Und warum machst du das? Du kennst den nicht, das ist kein Freund von dir. Also du müsstest dich eigentlich wirklich gar nicht um den kümmern, ja. Der ist auch einfach nur schlecht drauf. Und sie hat einfach so gesagt, naja, weißt du mal, also der hat es halt schwer gehabt im Leben, ja. Und jetzt gerade ist es noch ein bisschen schwieriger. Und deswegen habe ich mir gedacht, ah, der könnte vielleicht etwas brauchen. Und genau, mit der Energie geht sie rein. Und wie sie das so gesagt hat, habe ich echt gemerkt, ja, wenn der dann rumschreit und rumjammert, macht es wirklich nichts aus bei ihr, weil sie sieht dann halt nicht den erwachsenen Mann, der gerade aggressiv ist, sondern sie sieht halt eher das kleine Kind in dem Moment, das um sich schlägt, um sich schreit und das was braucht und dass sie Kinder liebt, unter anderem. Selber hat sie 4 Kinder. Hat sich einfach gedacht, ja, der braucht was und deswegen gebe ich dem das. Du musst jetzt nicht zu so einem wunderbaren Menschen, wie ich es finde, mutieren, aber das ist so der Kerngedanke, ja? Dass du das als Lernchance nutzt, dass du nicht das Schreien siehst, sondern vielleicht die tieferen Bedürfnisse, die dahinter liegen und deswegen dann ganz locker gelassen damit umgehen kannst.
Und ja, ich scheitere bei dieser Übung auch. Ja, keine Sorge, also wenn du dabei scheiterst, darum geht es nicht. Ja? Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es einfach auszuprobieren. Geh mal raus, lass dich mit Negativität beschenken und schau, was passiert, wenn du das aktiv und bewusst tust. In diesem Sinne, bis morgen. Ciao dir. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meine Webseite vorbei, dort biete ich kostenfreie Webinare an und auch mein Audioprogramm ist mit dem Gutscheincode PODCAST um einiges günstiger zu erwerben. Für die, die wirklich Meisterschaft erlangen wollen oder der Podcast einfach zu wenig ist, für die bieten wir NLP-Ausbildungen an, aber auch NLP-Seminare. Schau einfach unserem Angebot rein, ob etwas für dich dabei ist. In diesem Sinne, auf bald, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.